Moin Moin und willkommen zurück in der Metro. Na, in der Metro eigentlich nicht. Wir spielen Metro Exodus und wollen jetzt Zug fahren. Die Anomalie ist hoffentlich weg. Ich pumpe mal ein bisschen meine Waffe auf. Waffe ist aufgepumpt. So. Dann nehmen wir mal den Pilz mit. Gibt es hier noch was? Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon geguckt. Da ist eine Leiche. Hüpfen wir mal hin. Oh. Ah ja, wir mussten ja von vorn anfangen. Hm. Warum habe ich jetzt das Nachtsichtgerät? Die Lampe war viel cooler. Na los. Ich will Eisenbahn fahren. Tschu-tschu. Sicherung rein. So, diesmal nicht gegen die Anomalie. So, was ist denn das Grüne? Achso, irgendeine Lampe. Haben wir nicht noch Licht hier? Boah, Nachtsicht. Wir hätten noch hier irgendwo Licht, verdammt. Oh, wir haben ihn. Endlich. Ach ja, alles klar bei dir. Gott sei Dank, du lebst. Gott, das ist verrückt geworden. Endlich bist du erreichbar. Grant sagte, das Terminal hat ein Signal abgeschnitten. Ich bin ja so erleichtert, Adjom. Sei doch still, Papa. Einmal. Genau. Adjom hat er nun wirklich nicht gefaulet. Und, hast du die Motordraisine? Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Pass aber gut auf. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Wie stelle ich die Weiche um? Wir sind doch letztes Mal quasi geradezu hier hingefahren. Hier ist doch falsch. Gibt es keine Mechanik? Also ich bin jetzt hier kein Eisenbahner, aber ich hätte gesagt, hier müsste doch eine Umstellmöglichkeit sein. Hm. Also wir können ja mal einsteigen und mal fahren, aber ich bin der Meinung, wir fahren geradeaus weiter. Ah, ich hätte einfach nach links drücken müssen. Oder was? Ja, rechts meine ich. Letztes Mal ging's nicht. Ah, scheiße. Da sind sie wieder, meine Probleme. Die Anomalie. Oder war es da drüben? Weiß nicht, das Nachtsichtgerät kann ich nichts mit anfangen. Oh, Ghule. Muss ich da eine Weiche umstellen? Nö, ne? Aber wir müssen die geradeaus da nehmen. Oh, die kommt. Wir müssen aus dem Wasser raus. Matsch. Alter, ich gehe mal kurz hier hoch. Ah, vielleicht ist da was im Waggon. Oh, das ist Knusperbraun. Der ist durch.
Hey, rein da. Am besten bevor die Anomalienummer kommt. Ach, diese Lampe geht mir auf den Sack. Kann ich das kaputt schlagen? Nee. Kommt wieder, oder? Was will die Uhr jetzt von mir? Oh! Stromanski! Alter Schwede! Alter Schwede! Da gab's ja kräftig eine gewischt. Das war, hat die Uhr gewarnt. Diese scheiß Anomalie. Geh mal weg. Ich wollte noch in den Waggon reingucken. Aber scheint nichts. Da habe ich was gedacht. Doch. Wissenschaftsfläschchen und hier liegt nur einer. Fantastisch. Gut, hat sich doch gelohnt. Mal kurz diese Lampe wieder ausmachen. Die geht mir so auf den Sack. So, Anomalie ist weg. Und dann weiter. Und ich dachte, wir sterben schon. Wir standen da überall im Wasser. Also die Uhr warnt auch vor Anomalien. Nee, ich will nicht das tore Nachtsichtgerät. Nee, 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 nee. Warte mal ganz kurz zurück. Rückwärtsgang. Wieso kann ich nicht mehr zurückfahren? Ah doch, gedrückt halten. So, ich hätte jetzt gerne, bitte. Nee, ich komme hier drauf. Scheiße. Und halt. So. Ah, hier ist doch direkt. Jetzt hat er gerade geblitzt. Meine Uhr. Ah. Das habe ich bei der anderen Weiche gesucht. Fantastisch. Dann schnell rein. Bevor die böse Anomalie wiederkommt. Und gib Gas. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hab doch... Also ich Zug fahren ist echt nicht einfach. Gibt's da zwei Hebel oder nur einen? Ich schau nochmal nach. Rechts hat man den Hebel gemacht. Na? Woran erkenne ich, wo jetzt was ist? Ah. Hm, ich versuch's einfach mal. Kann doch nicht so schwer sein. Na komm schon. Alter, willst du mich veräppeln? Na, ich habe zweimal drauf gedrückt, ne? Hm. Warte, müssen wir aufs andere Gleis, ne? Hier ist er besetzt, hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube auch nicht, dass wir das da transportieren wollen.
So, es ist jetzt so eigentlich nicht gedacht. Na gut. Dann Hebel. So, Alter, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Dann spreng ich hier den Laden in die Luft. So. Einmal husch, husch bitte. Zug. Hallo? Zug? Ah, hochgucken. So, Maschine an. Warten kurz, bis der Traktor läuft und Gas geben. Jetzt bitte geradeaus. Geradeaus. Och, es funktioniert. Es ist so schön. Jetzt fahren wir mal durch das feindliche Lager. Aber dieses Licht will ich nicht haben. Das will ich haben. Husch, husch. Chica, 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 chica. Husch, husch. So, durch die Absperrung. Krabums. Nun los. Gib Gas. Gut, dass wir hier vorne vornherein alles getötet haben. Oh, warte mal. Warte mal. Ach, ich muss den Waggon jetzt da rausziehen. Und dann müssen wir hier vorne das Gleis ändern wahrscheinlich. Anomalie! Anomalie! Raus, raus, raus! Anomalie! Scheiße! Oh, da ist noch was anderes. Oh, ich hatte Angst, in die Anomalie zu fahren. Der Waggon ist echt lang. Sind noch nicht ganz durch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Oder stelle ich den einfach aus Abstellgleis und fahre weiter? Hm. Was muss ich jetzt machen? Also eigentlich da lang, wenn ich das so sehe. Zurück. Ah. Wir haben jetzt den Waggon quasi geklaut. Solange die aber da ist, gehe ich da nicht hin. Machen wir hier auch? Oh ja, ich glaube ja, ne? Eigentlich auch ein Banditenlager? Stimmt, ja, hier waren wir. Definitiv, hier waren wir. Wurde schon wieder gesehen. Ich hoffe mal nicht von irgendwelchen Ungeziefer. Die Anomalie geht da nicht weg, ne? Doch, ist eckig. Ah, da hinten hin fährt sie. Schnell rein. Schnell rein. Und Gas geben. Husch, husch. Oh, da kommt sie nämlich. Einmal Licht bitte. Jawohl. Kann ich hier noch meinen Plan aufmachen? Ja, läuft. Ah, da war ein Pilz da oben. Den hab ich vergessen. Oh, geht das hier? Ja, geht. Oh, ist das hell. Es leuchtet noch von hinten, Mensch. Ach, hier die Drecksviecher. Ah, Anomalie, Anomalie, Anomalie. Ey, fahr weiter, fahr weiter. Nein, oh, nein, 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 nein. Raus, raus, Anomalie, Anomalie, Anomalie. Oh, nein. Oh.
Diese Anomalie war leider zu nah. Letzter Checkpoint vor 3 Minuten. Alter, Zugfahren ist so gefährlich. Ich möchte nicht im wahren Leben mit einem Lokführer tauschen. Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Strecke sieht es bestimmt bei der Deutschen Bahn auch aus. Nein. Aber ich kann mir vorstellen, schon in einigen Ortschaften Osteuropa könnte das so sein, ne? Schön zermatscht. So, die ist weg. Das ist nett, dass wir genau schon hier sind. Hochgucken, Heinrich. Dann kannst du auch hochklettern. Oh, komm, gib Gas. Gib Gas. Nein! Oh, ich habe E gedrückt. Los! Los! Oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, Glück gehabt. Mann, oh Mann, kann man diese Tür nicht zumachen gegen Ungeziefer? So, passt auf. Jetzt kommen wir da an und die Anomalie kommt auch wieder. Ich hab so ein Gefühl. In meiner Bauchgegend spüre ich eine Anomalie. Ah, Vogel! Ja. Da wird auch schon was gegrillt. Vielleicht geht's ja nur von links nach rechts. Oder bleibt da stehen und geht mir auf den Sack. Was ist nun los? Wandert sie? Wandert? Sie wandert weg, oder? Tschüss, Anomalie. Husch, husch. Ah, das ganze Ungeziefer. Was sagt die Karte? Wir müssten noch bald da sein. Archer, wir können dich sehen. Gut gemacht. Und jetzt komm her. Der Konvoi ist eingetroffen. Ach ja, den Konvoi, den habe ich schon vergessen. Ah, guck mal, da warten sie schon auf uns. Steigen wir mal aus. Oder auch nicht. Ach du Scheiße, ich hab die Gasmaske aufgehabt die ganze Zeit. Upsi-dupsi. Schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Oh, was für ein Prachtstück. Da, nimm ihn. Teddy? Teddy! Bist du wirklich wieder da? Du bist mein Held, Teddy! Mama, Teddy ist wieder da! Was sagt man da? Oh, vielen Dank, Onkel Artyom. Dankeschön. Hast du das Kaninchen getötet? Wehe, wenn ich... Artyom, komm mal hier hoch! Ich muss etwas mit dir besprechen. Ja, Miller. Danke, Artyom. Wie soll ich dir bloß danken? Danke, Artyom. Du bist ein Held. Ich weiß. Stehe tief in deiner Schuld. Du hast keine Munition drin, Mann. Ey, du hast da keine Munition drin. Weißt du das, Kollege? Wie heißt du nochmal? Ja, hast du jetzt nur einen Schuss im Lauf oder was? Damit kann man doch nicht kämpfen. Hier wollen wir Waffe tauschen. Kriegst du meine
aufpumpbare Superknifte. Hm? Grinst er nur. Ja, dann grinst mal weiter. So, wo waren denn die Kaninchen? Oh, die haben alles abgebaut, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir machen uns reisebereit. Habe ich schon wieder die Gasmaske auf? Nee, ne? Das wirkte gerade... Nein, nein, weg. Ich habe... Seht ihr das? Ich habe doch an den Seiten einen Rand. Sieht aus, als ob ich eine Gasmaske habe, aber ich habe keine auf. Hä? Was sagt denn die Uhrzeit? Hm? Hm. Da haben wir einen Filter. Kann ich das nicht einsehen? 3 Minuten 41. Hm, okay. Keine Ahnung, was dann die Zeit soll. So. Ist dann vielleicht doch die Uhrzeit. Ja. Nee, ich wollte eine Mission gucken. Das war's. Entschuldigung. Die Orte haben wir alle besucht. Ja, ja, wir haben den Waggon besorgt. Da hinten war die Kirche. Hm. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Hallo, Artyom. Hi. Hast eine Waffe für mich? Oh, aber hier sieht man die Munition. Du hast aber auch nicht vollgeladen, mein Freund. Ah, ich sehe ja, meine Waffe ist ganz schön dreckig. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Ach, das war das Nachtsichtgerät. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Artyom ist doch auch gar nicht alt, oder? In den Büchern war da nicht irgendwas zwischen 18 und 20? Das spielt doch jetzt so 2-3 Jahre weiter. Naja, egal. So. Dann gucken wir doch mal. Willkommen zurück, Ranger. Ja, danke. Offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Du könntest meine Waffen putzen, du faule Sau. Alter. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Ja, ja. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein Tihar fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Achso, Tihar ist dieses, Druckluftwaffechen. Was hat denn der da? Horizont. Erweiterte Präzision. Mit Röhrenmagazin bis zu 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen. Oh, das nehme ich. Das nehme ich sowas von. Das ist mal zack eingebaut. Das ist ja richtig schön. Hast du toll gemacht. Dann hast du ja doch was gemacht. Das ist schön. Ah, die Waffe ist... Und wir haben jetzt so viele Ressourcen. Ich muss jetzt die Ressourcen ausgeben, um die Waffen zu reinigen. Ach ja, die Schrot. Boah. Hat mich bisher noch nicht so umgehauen. So, die anderen Waffen haben wir auch quasi. Kalasch. Bastards. Ein Revolver und die Aschott. Mhm. Was bist du? Für eine Waffe? Kalasch. Ach, wir haben auch so eine hübsche. Die sieht aber hübsch aus, du. Habe ich ganz vergessen. Hätten wir ja Misus geschafft. Oh, dieser Schaft ist auch toll. Der gefällt mir.
So sieht es wahrscheinlich Standard aus. So ist eher die Billig-Variante ohne Griff. Also hier einfach nur dieses... Naja, das sieht doch schon schick aus. Ja, mit dem... Ich hätte ja gerne so eine Monsterwaffe zum Abwehren, ne? Aber die hat mir noch zu wenig Munition. Die hilft nur gegen Kleinvieh und gegen Mutanten bisher. Aber ich bin der Meinung, wir machen sie jetzt mal sauber. Einmal schön reinigen. Bis der Blitz blank ist. So. Blitzblank. Medipacks haben wir 5. Filter. Lassen wir nochmal einen herstellen. Munition. Revolver, Shotgun-Munition wäre jetzt nicht so uninteressant, da wir eine Shotgun haben. Was brauchen wir für eine Shotgun-Munition? Ja, dann mache ich mal. Herstellen. Herstellen. So, Stahlkugeln. Ja, Messer haben wir 5. Haha, schön, schön, schön. Messer sind wichtig. Ne, dann sind wir eigentlich so gut gerüstet. Lassen wir mal so. Müssen wir jetzt auch noch reinigen, aber sieht auch okay aus. Huge! Ne, Tab wollte ich machen. So, ja. Weiter geht's. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Ah ja, hier, deine Gitarre, Mann. Boah, wo hast du die denn her? Gott verdammt, ist die cool. Vielen Dank, Mann. Ich bin hin und weg. Das freut mich. Wie wär's mit einer besseren Waffe? Mit deinem Helm? Jetzt machst du Musik? Oh. Das war's? Ich dachte, du machst jetzt hier ein Ständchen, aber nein. Oh, wir müssen jetzt wieder da rüber. Hm, da hatten wir ein Boot benutzt für, ne? Wo war denn das Boot? Ah, endlich meine Taschenlampe wieder. Ich hab dich vermisst, Taschenlampe. Irgendwo hier unten war doch... Bin ich auf der falschen Seite? Da irre ich mich. Haben wir das? Ne, war es bestimmt, als wir losgefahren sind. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Ja. War ich hier drin? Ich glaube ja. Ja, ich glaube. Haben wir ziemlich am Anfang gemacht. So, wir sind... Die warten schon auf uns. Aber wie kommen wir da hin? Ich habe keinen Bock auf diese ganzen Mutantenviecher. Weil das Schlimme bei den Mutanten generell, alles was kreucht und fleucht, kostet nur Munition. Ich weiß nicht, ob da hinten was ist. Ach, da sind sie schon. Aber ich habe hier kein Boot. Scheiße, dann gehen wir halt außen rum. Um 3.52 Uhr, bald haben wir Sonnenaufgang. Jetzt los. Ah doch, hier war das. Das habe ich doch gesucht. Aber fuck, unser Boot ist natürlich weg.
Das spawnt nicht einfach neu. Ja, schade. Aber wir kommen hier rüber. Hauptsache, dieses Riesenfischding kommt uns nicht entgegen. Was ist denn los? Mach mal Licht aus. Das scheint tot zu sein, ne? Ich speichere mal lieber. Schnelles Speichern. Genau deswegen. Hab ich nicht gesehen? Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er mich gesehen hat. Stimmt, hier waren wir auch schon mal. Haben aber gegen diese Wölfe gekämpft, das weiß ich noch. Oder einfach diese Anomalie hat sie alle getötet. Und natürlich kreuzt die Anomalie meinen Weg. Da hinten wird gefressen. Ne, hier sind auch Viecher. Das Lager wollte ich mir angucken, aber es war voller Viecher. Was ist denn hier los? Ah, jetzt hat sich doch jemand verkrümelt. Sind da Eingänge oder? Nee. Aber hier waren wir noch, glaube ich, auch, oder? Ja. Hier haben wir Anna irgendwo gesehen. Aber ich möchte jetzt die Anomalie nicht mehr im Rücken haben. Und direkt vor uns haben wir die nächsten. Atjom, ich sehe dich. Das ist schön. Anna? Ich erkran. Den da? Oh! Anomalie! Anomalie-Monster! Anomalie-Monster! Alter, hier sind überall Viecher. Das kann's doch nicht sein. Welcher Kran, verdammt? Da hinten. Der vielleicht? Ja, das muss der sein. Da leuchtet was grün. Ist das Anna? Anna? Wenn du die Anna bist. Das hört sich nicht gut an. Er sieht mich nicht. Ich renne. Leuchtet sie mir den Weg oder versucht sie mich wegzuballern? Oh, was ist das denn hier? Ah. Hallo? Wir haben etwa 15 Wachen. Mir nach, hier an der Leiter des Schleppschiffs ein paar Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte komm, Sam. Wer bist du denn? Ich bin in Stellung. Ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatz bereit. Ich habe jeden einzelnen an mir im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei. Und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atjom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Die lügt, wir haben sie alle getötet. Macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verbübeln. Genug geredet. Also gut, Atjom, du hast die Leitung, du gibst die Kommandos. Okay. Töten. Also gut, es ist höchste Zeit, dass wir loslegen. Also versuch auf dieses Schleppschiff zu kommen. Wir geben dir Deckung. Hm.
Okay, lass Anna. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora. Sam, Idiot und ich. Während Atjom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Mhm. Viel Glück. Ja, ich glaube, da machen wir nächstes Mal weiter. Da könntest du an Bord klettern. Ja, mache ich. Ich lenk sie ab und ja, du gehst an Bord. Gleich, gleich. Also, versteck dich hier und warte, bis sie vorbei sind. Ja. Darf ich mal aussprechen? Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.